Max Pechstein ist bekannt als Maler und Grafiker. Vor allem die farbintensiven Darstellungen von Mensch und Natur wurden zu seinem Markenzeichen. Doch wie so oft gibt es da noch eine andere Seite, die oft genug nur durch Zufall entdeckt wird. Ein solcher Zufall war der Fund eines Fotoalbums von Max Pechstein. In den Kunstsammlungen Zwickau ist daraus jetzt eine Ausstellung entstanden. Die Ausstellung zeigt einmal eine Seite von Max Pechstein, die im Allgemeinen gar nicht so bekannt ist. Natürlich bereiste er, wie viele andere Künstler auch, immer wieder die verschiedensten Regionen der Welt, um sich Inspiration zu holen, um neue Themen für seine künstlerische Darstellung zu finden. In den 1920er Jahren verschlug es ihn dabei nach Hinterpommern, in die Region Leba. Das sogenannte Blaue Ländchen wird ihm schnell zur zweiten Heimat, vor allem das Dorf Rowe. Hier scheint die Moderne noch nicht angekommen zu sein. Das Leben geht hier seinen Gang, wie seit Jahrhunderten. Diese Ursprünglichkeit einzufangen, gelang Pechstein mit seiner 6x9 Rollfilmkamera. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir diese neue Facette im Werk von Max Pechstein den Besuchern vorstellen können. Max Pechstein hat tatsächlich in seiner Freizeit fotografiert und hat aber, das ist das Besondere, diese Fotografien auch als Arbeitsgrundlage für sein weiteres Kunstschaffen benutzt. Aus diesen Schnappschüssen, aber auch inszenierten Aufnahmen entstanden dann zahlreiche ausdrucksstarke Bilder, deren Ursprung oft gar nicht so bekannt war. Pechstein fing hier das Leben ein, wie es wirklich war. Es ist hier weniger die Natur, sondern es sind die Menschen in ihrer alltäglichen Arbeitssituation. Es ist ihr hartes Leben, aber auch ihr Stolz auf das Erreichte. Eine solche Unermüdlichkeit bei den alltäglichen Dingen, das ist auch das Erfolgsrezept, wenn ein Museum immer wieder Neues präsentieren will. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Facetten, die wir vorstellen können, neu wissenschaftlich bearbeiten können. Und da war tatsächlich das Fotoalbum, das sich noch in Privatbesitz befindet, mit von Max Pechstein eigenhändig eingeklebten originalen Fotografien, ca. 300 Stück, ein guter Aufhänger, um zu sagen, daraus, das nehmen wir zum Anlass, um eine neue Sonderausstellung und auch eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas zu gestalten. Und das ist besagtes Fotoalbum. Ein Zufallsfund. Glück eben, was man auch immer mal wieder haben muss. Zur Untermalung läuft im Museum eine Klanginstallation, mit der man sich wirklich an die pommersche Küste versetzt fühlen kann. Von den etwa 300 Bildern im Album konnte natürlich nur ein Teil in die Ausstellung übernommen werden. Vor allem solche, bei denen es ein Bild zum Foto gibt. Wir haben über 70 Fotografien reproduziert, natürlich dadurch die Originale fest eingeklebt sind. Aber wir haben natürlich auch das originale Fotoalbum hier ausgestellt. Und dazu entsprechende tatsächliche originale Kunst von Max Pechstein, Zeichnungen, Druckgrafiken, Ölgemälde, die entweder ähnlich oder tatsächlich ganz konkret als auf den Fotografien fußen und somit eben einen möglichst neuen Zugang auch erlauben zum Werk Pechsteins. Da gibt es dann die verschiedensten Beispiele, wie die Kartoffelschälerin, ein Werk, das schon lange ausgestellt wird und bei dem während der Durchsicht des Albums dann plötzlich die entsprechenden Porträtfotos aufgetaucht sind. Eine ganz andere Geschichte hat das Bild Die Brücke. Wie viele Kunstwerke hat es eine abenteuerliche Odyssee hinter sich, vom beschlagnahmten jüdischen Besitz über private Eigentümer bis in das Museum. Sehgewohnheiten, wohlgemerkt mit Doppel-E, noch bis zum 11. September 2022 in den Kunstsammlungen Zwickau.